Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich bin alleine. Der Marc hat leider im Moment sehr wenig Zeit, deswegen vielleicht ist er mal nochmal dabei, aber ja nicht. Dies ist jetzt eine Testfolge, um zu schauen, wie es bei euch ankommt. Ja. Und zwar habe ich ja mal was vom Forstprojekt gelabert. Das kommt jetzt. Also ich habe hier schon mal sowas vorbereitet. Wir haben drei Traktoren. Und zwar einmal ein John Deere mit Holzanhänger und Frontlader. Und dann hier halt Seilwinde und Rückgekran, Rückgezange vorne und Mulcher hinten. Genau, das ist unser Forsthof. Wir haben jetzt nicht sehr viel Geld. Wir versuchen halt in dem Projekt nur Forst zu machen. Ich werde jetzt hier mal so drei Probefolgen aufnehmen. Und um zu schauen, wie es bei euch ankommt. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ja, wir fahren erstmal mit dem hier in den Wald. Ein Auto müssen wir uns auch noch besorgen, soweit ich weiß, habe ich da keins, genau. Das können wir jetzt eigentlich gleich noch machen. Ein Auto, dann nehmen wir natürlich das Auto hier. Das ist wunderschöne Orange. Für den Fall passt es so. Dann steigen wir mal gerade da ein. Dann zeige ich euch, welcher Wald uns gehört. Der ist jetzt nicht so weit weg von unserem Hof. Das ist ganz angenehm. Ja. Leute, die schauen hier nicht. Die fahren einfach raus. Das ist unerhört, ey. So. Ja, also wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Wir haben jetzt aktuell, habe ich heute vorhin gesehen, 66 Abonnenten. Dafür danke ich euch natürlich. Das Angebot, das bei 100 Abonnenten in Livestream kommt, zählt immer noch. Ist auch immer noch aktuell, dass wenn ihr Moderatoren werden wollt, ihr es einfach in die Kommentare schreiben müsst. Es tut mir leid, dass im Moment die Folgen so unregelmäßig von der Uhrzeit her kommen, aber ich habe im Moment eine ziemlich schlechte Upload-Zeit, also Upload-Zeit. Es dauert ewig und somit, ja, muss ich halt schauen, dass es einigermaßen hinhaut. So, hier, das ist unser Wald hier. Können wir es auch mal auf der Map hier anschauen. Wir befinden uns jetzt hier. Und hier, das hier unten ist unser Wald. Und das hier oben ist unser Wald. Also, der Wald ist das hier unten alles. Wenn man hier abbiegt, geht er da oben mit rein. Können wir jetzt auch ein bisschen reinfahren. Und hier kann man, da unten haben wir da so ein Holzlager gesehen. Da können wir Holz aufsparen. Und hier, das ist alles unser Wald. Genau. Natürlich müssen wir irgendwann dann auch wieder aufforsten. Wir können uns jetzt mal ein Ziel setzen, was wir so in einer Folge schaffen wollen. Zum Beispiel jetzt hat der Folge werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber dass wir sagen, in der zweiten Folge auf alle Fälle den ersten Anhänger verkaufen, falls wir es in der Folge noch nicht geschafft haben. Also einen Anhänger in der zweiten Folge vollgeladen mit Holz verkaufen. Das ist unser Ziel. Ich habe ein paar Mods für ein Forst mit reingenommen, zum Beispiel einen Hakenlift-Anhänger als Drehschemel, also nicht den Tritem, sondern Dreiachs-Drehschemel für den Hakenlift, dann ein paar Hakenlift-LKWs, dann einen Forst-LKW, ja, dass man in die Richtung ordentlich was machen kann. Sonst hast du es noch Neues. Ja, eigentlich soweit erstmal nix. Ich habe noch ein paar Traktoren mit reingenommen und das war es dann eigentlich auch schon. So, wir fahren jetzt erstmal mit dem Mulchtraktor dahin, weil der hat vorne hier diese schöne Zange, mit der man schön arbeiten kann und dann
Macht das richtig Spaß. So, muss ich fahren. Ja. Tja, die fahren einfach raus. Die schauen nicht, die blinken nicht. Also blinken tun sie schon, wenn sie halt abbiegen, aber die schauen nicht, die fahren einfach. Und das ist sehr gefährlich. Ja. Wenn ihr irgendein Thema wollt, worüber ich spreche oder irgendwelche Fragen, nach wie vor einfach stellen. Ich würde sagen, wir fällen jetzt erstmal zwei, drei Bäume und ziehen die runter, dass wir das dann schon mal haben. Und zu schauen, wie der Frontanbau funktioniert. Dann können wir noch den anderen Frontanbau testen. Und dann können wir ja ein Fazit ziehen, mit welcher Rückezange wir länger arbeiten werden. So. Können wir hier gleich mal stehen. Und zwar würde ich sagen, hier ist schon ziemlich schön. Mir fällen die gleich ein. Ich habe keine Kettensäge. Das ist ja wunderbar. Ich will einen Wald ohne Kettensäge. So, wir kaufen uns Stiel. Stiel ist super. Da ist er. Immer schön in der Hosentasche mit der Kettensäge, das ist ganz wichtig. So, Baum fällt. So. Das klassische Entasten. So, ich weiß gar nicht, habe ich den einen Mod mit drinnen? Ja, hier. So was werden wir uns auch irgendwann mal besorgen. Mit einer großen Rückgabel. Genau. Auch wenn ich schon hier bin, dann zeige ich euch den. Hier auch hier, das ist der Scania zum Beispiel. Oder hier der MAN. Hier gibt es als Dreiachser und auch als Vierachser. Und hier drinnen. Das ist einmal der Drehschemel für Hakenlift und einmal der Sattelauflieger für den Hakenlift. Genau. So. Würde ich sagen, ziehen wir den Baum mal hier runter gerade. Schauen wir mal, wie die Zange funktioniert. Greift tut sie schon mal gut. So. Aber drüber fahren kann man mit nicht. Das ist so schön. Hat so wenig Freiheit unten. Gut. Auch egal. So, wie weit wird denn der auf Anhänger? Ah, das Land hier unten gehört nämlich. Ich muss das Holz in mein Land ziehen. Haha. Das ist ja wunderbar. So mag ich das. Wunderschön Probleme macht das. So, jetzt hat er aber. So lang müsste der Schmal ungefähr sein. Ja, das kommt hin. Kann ja hinten ruhig ein bisschen überstehen.
Ja, nochmal einen Schnitt. Und der Vorteil von dem ist jetzt, ist, dass wir das vorne haben. Können wir das. Ich Ton ist heute ein bisschen arg laut, meine ich. Jetzt halt besser. So. Durch das, dass wir das drum vorne haben, können wir hier jetzt den schmalen hier schön reinlegen. So. Dann haben wir es später einfacher. So. Wenn das Teil voll ist, holen wir den John Deere und fahren den Schmarrn weg. Ja. Genau. Ja, in dem Forstprojekt wird man nicht so viel schaffen in einer Folge. Wahrscheinlich sehr. Es ist eher so. Sag mal so. Ist eher so ein lustig, soll eher so ein lustiges Projekt werden. Das Grünlandprojekt wird auch weiterlaufen, auch wenn der Markt nicht kann. Ist ja eh ein Hof. Da muss ich halt mehr Tiere versorgen. Wird auch irgendwie hinhauen. Ja. Sehen wir dann. Haben wir den ersten Baum schon weggelagert. Sehr wunderbar hier. Schläft wie geschmiert. In den Ferien werde ich vielleicht mal einen Livestream anwerfen, auch ohne dass wir die 100 Abonnenten haben. Da wird es aber davor ein Infovideo geben und dann sehen wir da weiter. So. Der erste Baum ist weggeräumt. Wenn es so läuft, ist es ja wunderbar. Machen wir gleich den nächsten. Fangen wir diesmal hier an. Können wir gleich mal 1-2 umsiegen. Okay. So. Also wie gesagt, ich nehme jetzt heute die eine Folge auf, werde sie dann hochladen und dann könnt ihr in den Kommentaren sagen, was ihr von dem Projekt haltet. Ja, falls es ein bisschen rumhängen sollte von der Grafik her, tut mir das auch leid, aber ich tue gerade nebenbei zwei Videos hochladen, damit ihr am Dienstag und Mittwoch was schauen könnt. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt kommt. Ich nehme das jetzt gerade Montagabend auf. Ja. Vielleicht kommt die Folge auch schon gleich am Dienstag. So. Dann sägen wir das Holz zurück.
und kann es dann hier raus transportieren. Das ist ja der Vorteil von dieser Greifzange, die kannst du variieren, also die kann man drehen und dann passt das auch. Immer wunderbar. Zum Beispiel das Stück können wir rausziehen und dann, wenn wir draußen sind, ordentlich einlagern. Die Spitze, die kann man wegmachen. So. Noch einer. Wenn wir das jetzt da reingetan haben, ist die erste Folge vorbei. Dann lade ich die hoch. Dann könnt ihr sagen, wie ihr das Projekt findet. Und dann sehen wir, ob weitere kommen oder ob das die einzige Folge war. So. Bei mir geht es ja vor allem darum, dass ihr die Folgen mögt und nicht erstmal also. So. Ah, die können wir so hochheben. Warte, so. So, und dann können wir das so. Ja, so ist es doch wunderbar. Also den schmal so. Wir haben zu wenig Gewicht hinten. Den Tag haben wir zu wenig Gewicht. Sieht man vorne ganz drin, hinten fast in der Luft. Also von der Mulcher ist auf alle Fälle zu leicht für so zum Nehmen, weil der Schwerpunkt zu weit vorne ist. Aber so kannst du es natürlich auch transportieren. Wenn du ordentliches Gewicht dran hast, ist es gar kein Problem. Ich bevorzuge natürlich immer noch hier die hier, den hier drehen. Hingehen, anpacken, hochheben, wegtransportieren. Es ist ein bisschen lang geworden, ist aber auch egal, weil der hat ja unser Anhänger, der hat ja keine Bordwand oder so vorne, hat Schutz, somit alles mit Spanngurten, somit kann das Holz von mir aus so lang sein, wie es will. Es wird dann ordentlich festgespannt mit den Spanngurten und dann passt es auf alle Fälle. So, den müssen wir erstmal ein bisschen rausziehen. So. Aber der Deutzer macht sich schon ordentlich im Wald. Also das, der arbeitet schon ordentlich. Naja, das bekommen wir gar nicht alles weg hier heute. Ja gut, dann lassen wir das jetzt so stehen. Ich sag danke fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt, wenn ihr das Projekt weiterhin sehen wollt, einen Kommentar mit weiter Projekt oder Postprojekt, Daumen nach oben, irgendwie sowas. Oder ihr wollt das Projekt sehen oder ihr wollt es nicht sehen oder ihr wollt es sehen mit bestimmten Gründen. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, erstmal einen Daumen nach oben geben und dann Kommentare schreiben. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Folge. Servus.